Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars. Natürlich weiterhin hier mit Spawny, der noch am Streamen ist. Richtig. Hallo. Genau. Hallo. Hallo. Ja, bald sind wir zusammen. 3 Level noch. Genau. So, jetzt könnten wir uns eigentlich porten, Leute. Ups. Wir sollen nämlich bis da oben hin. Wieder mal rechts rum. Ach, da, genau. Na, eigentlich könnten wir uns hier hin porten. Und dann könnten wir den Weg hier zurücklatschen. Und dann können wir den Lord da scannen. Genau. Also wir porten uns jetzt da vorne hin. Das müsste funktionieren. So, dann laufen wir gerade den Weg zurück. Scannen den einen noch. Und dann haben wir alle Quests abgeschlossen. Das hört sich doch mal gut an. Und kann dann in dem Sinne alle abgeben. Das wären dann 3, 4, 5 Quests ungefähr. Ja. Das wären dann 2, 4, 5 Quests, ja. Und dann müsste ich auf jeden Fall, denke ich mal, Level 8 schon sein. Natürlich hier für die Let's Player-Zuschauer, jeden Sonntag gibt es jetzt einen Livestream. Wenn er ja mal nicht Sonntag kommt, sondern, sagen wir mal, donnerstags, weil wir halt am Wochenende weg müssen oder so, dann werden wir es natürlich bei Facebook oder Twitter oder bei YouTube verkünden. Und wir würden uns über jeden Zuschauer wirklich bei Tweets freuen. Wir haben es da jetzt hingelegt. Es lief kein Mal flüssig bei YouTube. Ne. Also wir haben es da nicht zum Laufen gekriegt. Wir wollten es unbedingt, aber es ging gar nicht, Leute. So, den sollen wir scannen. Alles klar, mal gemacht. Was ist das hier für eine Quest? Helden zweier Quest schließen. Brauchen wir gar nicht annehmen, Leute. Weil das lohnt sich nicht. Gut, dann laufen wir zurück und können die ganzen Quests abgeben. Sehr geil. Jo. Was sagst du bis jetzt? Ja, bis jetzt macht es richtig Hammer Spaß hier, ne? Okay. Das läuft gerade einfach so durch irgendwie. Ja. Ja gut, ich habe jetzt das Problem gehabt, dass ich... alles. Ich habe jetzt wirklich das Problem gehabt, dass meine ganzen Quests hier wirklich Level 8 sind, ne? Ja. Außer 1, 2, die sind 7, sonst alles Level 8. Ich hänge wohl ein bisschen hinterher mit meinem Level. Aber gut, das werde ich wohl irgendwann hier wieder auf Reihe kriegen. Vielleicht habe ich einfach zu spät den Buff gestartet. Das kann auch sein. Und ja gut. Wir werden es sehen. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt die ersten Quests hier abgeben können. Ich brauche unbedingt ein neues Schwert. Soll ich nochmal ein kleines Knöpfchen drücken? Ja, mach das. Beginnen. So, mit dem hier fangen wir an und dann sind wir auch leise. Einen Schluck Red Bull trinken. Tu du das. Am Gespräch beginnen. Tretet näher. Ich nehme an, ihr habt die Aufgabe für mich erledigt. Ich werde das Holocron jetzt an mich nehmen. Jetzt wollen wir sehen, wie rein das Blut eurer Aufseher ist. Wir müssen endlich wissen, wie viel vom Erbteil der Alten noch in ihren Adern fließt. Ja, allerdings. Ganz meiner Meinung. Das Holocron. Es leuchtet weiß. Es gibt kaum noch Sith-Blut in der Akademie. Und nur ein einziger Aufseher trägt die roten Abzeichen. Es ist eine Schande. Ich werde dem Rat der Sith hiervon berichten. Wenn die wahren Sith überdauern sollen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Ihr müsst ja außer euch sein vor Furcht, dass die wahren Sith aussterben. Ich fürchte für die Gesamtheit der Sith. Und ich ehre die Vorfahren, die mir ihre Kraft verliehen haben. Ihr habt mir gut gedient. Es ist zu spät für mich, eure Ausbildung zu verändern. Aber in Zukunft werden Akolyten vielleicht vor den reinblütigen knien. Okay, da habe ich neue Handgelenke bekommen, Ausdauer und Wille. Dadurch verlieren wir 2 Ausdauer und bekommen 1 Wille mehr. Wille bringt mir gleich Willenskraft, ist in dem Sinne Basisbonus, Nahkampfschadenbonus, kritische Nahkampfschadenmachtbonus und kritische Machttrefferchance. Also Wille bringt in dem Sinne alles. Genau. Das wird wohl mein Hauptattribut werden und daher hauen wir uns die neuen Dinger rein. Weil mehr Schaden und Ausdauer ist in dem Sinne... Eigentlich ist meine Ausdauer nicht so wichtig. So, jetzt gehen wir hier vorne geradeaus.
erledigen. Die Quest, nee, die eine Quest haben wir nicht gemacht. Genau, mit der Tussi. Die werden wir aber erst später machen. Und zack. So, jetzt werden wir Ihnen hier gerade die Gespräch beginnen. Ich kenne euch. Wir haben schon mal gesprochen. Mein Kopf ist jetzt klarer. Oh, perfekt. Es ist alles da. Oh. Comlink, Lichtschwert, Restzelle. Alles, was ich versteckt habe. Ihr macht wirklich ernst. Ich beginne. Mit all dem werde ich wohl aus der Akademie entkommen können, sobald die Wachen Schichtwechsel haben. Aber was ist mit euch? Werdet ihr Ärger bekommen? Alles in Ordnung. Keine Sorge, ich komme schon zurecht. Wenn ihr euch sicher seid, ich verstehe immer noch nicht, warum ihr das tut, aber ich danke euch. Ihr müsst es auch nicht verstehen. Wenn alles geklärt ist, gehe ich jetzt. Wie ihr sagt, Sith, ich danke euch nochmals. Es tut mir leid, dass das Imperium euch aufgenommen hat und nicht die Jedi. Unter anderen Umständen hättet ihr vielleicht dem Orden angehören können. Okay, das haben wir auch. Ihm tut es leid, dass uns die Dinge nicht angenommen haben. Na ja, gut, okay. Ja, wenn er das meint. So, dann gehen wir jetzt hier die nächste Quest abgeben. 7,5 bin ich schon. Oh, was passiert jetzt? Ja, bemerkenswert. Wunderbar, du. Schön, immer helfen. Lieb sein, nett sein. Nein, Akolyt. Ich bin jetzt schon auf den Sack. Du hast mir dieses wunderbare Holocron aus Marka Ragnos Grab gebracht, nicht wahr? So ist es, Lord Saas. Jawohl. Ich habe das Holocron gefunden. Ach, kann ich hier drauf kicken. Tausend Jahre war es in diesem Grab verborgen. Sith Lords gingen daran vorbei. Wie soll laufen, ja. Und dann fand es eine ganz unscheinbare Person. Sag mir, wie hast du das gemacht? Komm mit. Lügen, ich kompliziere Rituale, das verrate ich nicht. Das bleibt mein kleines Geheimnis. Gut, du hütest deine Geheimnisse. Das spricht für dich und verleiht dir Macht. Obwohl ich persönlich Offenheit vorziehe. Was du bisher getan hast, dass du dieses Holocron und den Text aus Tulak Horts Grab herbrachtest, fasziniert mich. Ich beobachte deinen Fortschritt mit Interesse. Ich setze große Hoffnungen in dich, Akolyt. Und zwar. Sehr große sogar. Der Aufseher ist der andere Meinung. Harkun scheint Fon zu bevorzugen. Harkuns einzige Aufgabe besteht darin, die Schwachen auszusortieren. Darüber hinaus ist seine Meinung unbedeutend. Ja, guck, hier haben wir noch einen. Viel haben wir Glück, die auch. Akolyt. Wunderbar. Viel Glück. So, nächste Quest. Okay, wir rauslaufen. Ja, ab zu unserem komischen Oberhallen. Ich wollte gerade Phone losschicken. Was hat dich aufgehalten? Nur meine zukünftige Meisterin. Also, zuerst wollte mir Lord Sesh sagen, wie unglaublich ich bin. Dann unterhielten wir uns und ich habe wohl die Zeit vergessen. Spar dir deine Märchen. Lord Sesh würde dich wie einen Giska zertreten, wenn sie dir jemals begegnen würde. Du bist ihrer Anwesenheit nicht würdig. Also, hast du den Text aus Tulak Horts Grab? Hier ist er, ja, Sir. Ich vergesse nie. Bevor ich damit wieder verschwinde, gib ihn mir. Zweifellos ist er schwer beschädigt. Das haben wir davon, wenn wir Abschaum die Arbeit eines Sith tun lassen. Richtig, Fon? Worauf warten wir, Aufseher? Ich hab sie befreit. Warum erledigen wir dieses Insekt nicht hier und jetzt? Du hast eine große Klappe, aber kein Kampfgeschick. Ich will dich erst dann wiedersehen, wenn du die Korriban-Ausbilder zufriedengestellt hast. Das Trainingsgelände befindet sich im ersten Stock der Akademie und ist normalerweise nur den dunklen Lords und ihren Schülern vorbehalten. Das ist keine Beförderung. Und du wirst da oben mit niemandem sprechen, außer mit deinen Ausbildern. Verstanden? Du bist der Einzige. Da liegt ihr falsch. Ihr wisst, wie ihr wünscht, wird euer Schoßtier auch dort sein? Genau, das nehmen wir. Bitte sagt mir, dass Fon auch kommt. Wir könnten so viel Spaß miteinander haben. Fon wurde schon von Kindesbeinen an im Kampf ausgebildet. Er ist ein echter Sith. Und es ist wahrscheinlicher, dass du dir deinen eigenen Arm abschneidest,
als dass du je ein Sith wirst. Begib dich jetzt zum Trainingsgelände im ersten Stock. Ich würde die Ausbilder nicht warten lassen. So, oh, da haben wir einen kleinen... Machen. Jetzt kommen wir wirklich raus. Köfferchen bekommen. Mal gucken, was in diesem Köfferchen drin ist. Quidditz. Einen Augenblick, bitte. Ups. Aber wieder ein bisschen Schrott verkaufen hier. Oha. Ah. Oh, mal ganz kurz einen Schluck getrunken hier. Alkoholiker? Nein, Red Bull. So, weiter geht's. Wo müssen wir hin? Wir müssen links. Zurück und mit der... Das war rechts außerdem. Naja. Muss ich mit der Tussi dann auch reden? Das werden wir jetzt erstmal machen. Ja, und gleich bin ich Level 8. Nice. Sehr geil. Zwei Level dann noch. Ja, vielleicht auch noch drei. Kommt ganz drauf an. Am Gespräch beginnen. Der Jedi bereitet also seine Flucht vor. Das habt ihr gut gemacht. Nicht perfekt, aber ich bin zuversichtlich, dass die Operation ein Erfolg wird. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. So, jetzt zum großen Haupteingang. Ich werde eure Mithilfe in meinem Bericht vermerken. Schön, dass ich helfen konnte. Was ist mit Karons? Egal. Ja, schön, dass ich helfen meine konnte. Meine Pflicht ist mein Leben. Hätte ich das genau mit R gemacht, so dann hätte ich da alles sein. Erledigen können. Nehmt diese Münzen als Bezahlung für eure Dienste. Und seid Dankeschön. Euch bewusst, das kennt ihr. Dass kein Jedi Korriban gefährden muss. Was sagst du? Sieht voll verwaschen aus. Meine Kleidung ist voll verwaschen. Ach so. Ein Abzeichen haben wir gekriegt und wieder ein Köfferchen. Was ist diesmal in dem Köfferchen drin? Wieder nur Credits. Okay, wo sollen wir jetzt hin? Jetzt sollen wir nach oben. Das ist gut, weil wir müssen unbedingt einen Lehrer aufsuchen. Gut, wir sind gleich Level 8. Aber wir gehen trotzdem erstmal zu dem Lehrer, weil wir sollen ja oben zu so einem Meister, den wir in den Arsch treten sollen. Also daher erstmal zum Welche Lehrer. Welche dunklen Geheimnisse jetzigen Meister töten? Prügel 3 und Schock 3. Nein, ich soll einfach hier jemanden was aufs Maul hauen. Ach so. Mehr nicht. Was ist das? Das wollte ich jetzt gar nicht. Was kriege ich jetzt dadurch? Oh cool, einen Kodex gefunden. Ich hätte gedacht, hier wäre meine Quest, aber da war das gar nicht. Hier ist meine Quest. Hups. Gespräch beginnen. Scheinbock-Kollege. Ich habe von euren Abenteuern in den Gräbern gehört. Ihr seid der Spur der gescheiterten Schüler gefolgt. Sie sollten Abtrünnige töten und gepanzerte Droiden zertrümmern. Ihr hattet mehr Erfolg. Die Droiden sind besiegt. Ich habe meine Feinde vernichtend geschlagen. Das war bestimmt sehr befriedigend. Die Minendroiden haben nicht nur die Sklaven beschützt, die sie umprogrammiert hatten, sondern drohten auch die Gräber der Alten zu schänden. Das wäre unverzeihlich gewesen. Deshalb sollt ihr belohnt werden, denn ihr hattet Erfolg, wo andere ihr Leben ließen. Okay. Gut, wieder ein Abzeichen bekommen. Sehr schön. Und Stufe 8. Jawolla. So, dann sprechen wir nochmal. Ein würdiger Schüler. Machtblitz und Wagemut. Wagemut ist. Gewährt zwei Ladungen. Wagemut erhöht so die kritische Macht und Trefferchance deiner direkten Angriffe der Heilung um 60% erhöht und Reichweite von Machtblitz um 30 Meter. Bei jedem kritischen Treffer mit einer Machtfähigkeit oder wenn der Machtblitz aktiviert, verleihst du eine Ladung hält 20 Sekunden lang an. Hinfort. Okay, also das ist in dem Sinne ein Buff, den ich aktivieren kann. Den legen wir mal dahin. Und werden wir dann wohl oft genug noch benutzen müssen. Gut, dann geht's nach unten. Melde dich bei einem Kampfausbildungsraum. Nimm mal einen Schädel von Altar der Knochen. Okay. Hier mal runterhüpfen. Immer diese scheiß Hilfen, die da eingeblendet werden. Hey, jetzt sollen wir wieder hoch. Was soll ich denn oben? Da ist doch gar nichts mehr. Ach, wir sollen noch... Hä? Ach, wir sollen einmal rumlaufen, denke ich jetzt mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, ja, da hinten ist es grün. Ja, sorry, Leute, das habe ich übersehen. Ja. Gut, dann hier rein. Und Video. Euch drum.
Seid gegrüßt. Umgehen wir mal die paar Gegner hier, die müssen nicht unbedingt alle töten. Wir waren bei Hakun. Tut mir leid, dass es so enden muss. Uns gefällt das auch nicht besser als euch. Zumindest nicht viel besser. Was wollen die? Vielleicht gefällt es mir ja doch. Ihr wisst doch gar nicht, ob es mir gefällt. Tut mir leid, Mann. Ich konnte euch wirklich gut leiden. Okay. Aber wir haben eine Abmachung mit Hakun. Wenn wir euch töten, dürfen wir nach Hause. Dann los. Wenn ihr mich töten wollt, versucht es endlich. Ja, versucht es. Tut mir leid. Die ersten wollen mich töten. Wirklich. Sei still, Balek. Cool. Die Zeit des Redens ist vorbei. Kämpft um euer Leben, Akolyt. Ja, ich kämpfe um mein Leben, denn ich bin Batman. Nummer 1 tot. Nummer 2 prügeln wir bis zum Tode. So. Abgeschlossen. Das war's? Was für eine Lachnummer. Das war's, oder wie? Okay. Oh, Mandy, das ist so eine Lachnummer. Schade. Ja. Muss man irgendwo gucken, ob du vielleicht den Schwierigkeitsgrad auch schwer einstellen kannst. Ja, ich glaube auch. Meine XP sind gleich, meine extra XP sind gleich leer. Und ich muss mich mal nachbuffen. Wo ist mein Buff? Hä? Jetzt ist mein Buff weg. Nee, da. Da ist mein Buff. So, wir müssen hier weiter. 2 Minuten geht mein Ding noch. Dann brechen wir die 2 Minuten jetzt mal ab. Ich möchte ihn gerne wegmachen. Ne, wir aktivieren den neuen. So, wieder für 1 Stunde extra EP. Und jetzt können wir uns hier wieder mit dem Arsch unterhalten. Sieh an, sieh an. Endlich tauchst du doch noch auf. Ich dachte schon, du hättest einen dunklen Lord verärgert und wärst von ihm umgebracht worden. Von den anderen ist auch niemand mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich sind sie tot. Wo? Was bedeutet, dass nur noch du und Fawn übrig seid? Wo ist denn euer Stoßtier? Apropos Fawn, er scheint auffällig abwesend zu sein. Oh, wo geht's weiter? Träum weiter. Da unten. Du hast so lange gebraucht, dass ich ihn weggeschickt habe. Doch, glaube ich, in Reisen, ne? Für deine letzte Prüfung wirst du eine alte Karte aus der innersten Kammer aus Nagasados Grab holen. Die schon seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Doch bevor du an die Karte gelangst, musst du einen uralten Attentäter, einen Dashort, erwecken, der in dem Grab schlummert. Ohne ihn kommst du nicht an die Karte. Ja, ich habe jetzt auch eine Quest abgeben, dann bin ich auch Level 8. Ja, also manchmal leckt der Stream echt übelst. Also muss ich wirklich sagen, also die müssen unbedingt was machen, dass sie uns Premium geben. Ja. Klingt einfach. Das lässt sich wohl gerade noch machen. Doch, das stimmt. Oh, das ist doch schon ganz schön am Laggern. Du wirst mit Fawn um diese Karte kämpfen. Wer sie zurückbringt, wird Lord Seths neuer Schüler. Auch der noch. Andere wird sterben. Und da Fawn bereits aufgebrochen ist, gebe ich dir folgenden Rat. Spute dich. Einen Moment bitte. Lord Sash, was macht ihr hier? Aufseher, wollt ihr mir sagen, dass ich, ein Sith Lord, eure Erlaubnis brauche, um mich frei in der Akademie umherzubewegen? Nein, natürlich nicht, Lord Sash. Gut. Ich habe die Ankunft des letzten Akolyten gesehen und wollte den Hoffnungsträgern bei ihrer letzten Prüfung zusehen. Wo ist, wie heißt er gleich? Der Rote? Fawn? Wo ist er denn gleich, der Bote? Ach, der Fawn. Und ich hielt es nicht für nötig, ihn warten zu lassen. Schade. Ich bin eben mit der Übersetzung des Textes fertig geworden, den mir dieser Akolyt aus Tulakords Grab gebracht hat. Er ist sehr aufschlussreich. Ohne ihn wird man die Karte nicht bekommen können. Ihr seid ein Idiot. Aufseher. Sieh an, sieh an. Gut, dass ich noch nicht losgerannt bin, oder Harkun? Es ist zu spät. Fawn ist bereits aufgebrochen. Ihr könnt nicht einfach... einem Akolyten einen unfairen Vorteil verschaffen? Wann war das Sith-Dasein jemals fair, Aufseher? In Ordnung, mein lieber Akolyt. Um den Dashort zu befreien, musst du Folgendes tun. Überall in Nagasados Grab befinden sich Stäbe. Ich böse Diese sein Stäbe müssen, sind der Schlüssel zu der Kammer, in der der uralte Attentäter eingesperrt ist. Du musst die Stäbe in der Kammertür platzieren und sie elektrisieren. Den genauen Grund kenne ich nicht. Aber sicher ist, dass du ohne den Dashort nicht an die Karte kommst. Und sei vorsichtig. Er ist sehr gefährlich.
Keine Sorge. Ich werde wachsam sein. Flammenwerfer. Ich werde zurückkehren, wenn beide Akolyten wieder da sind. Flammenwerfer? Ihr werdet nichts mehr tun, was den Ausgang dieser Prüfung beeinflussen könnte. Verstanden? Ja, Lord Sesh. Gut. Und viel Glück, Akolyt. War ja klar. So, wir haben eine neue Brust bekommen, wieder mit Ausdauer und Wille. Wille bleibt gleich, aber dafür kriegen wir 2 Ausdauer. Die ziehen wir natürlich dann auch an. Und jetzt, oh yeah, jetzt sind wir wenigstens mehr so verwaschen, Leute. Ja, endlich haben wir hier eine richtige Kleidung an. Ja. So. Ich glaube, hier kommen wir raus. Ja, das sieht sehr gut aus. So, wir müssen... für welches Level war jetzt die... Ja, wir gehen jetzt erst unten in diesen Tempel da rein. Mal gucken, ob wir die Quest schaffen. Und danach machen wir die andere Quest. Ja, ich sage auch wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Let's Play Star Wars. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!